So Leute, willkommen zu Ancestors, The Humankind Odyssey. Heute fangen wir direkt mal an mit neuer Stamm. Den nennen wir Vegas, Bro. Und jetzt fängst du an. So Leute, es geht um die Evolution, dass wir vom Affen zum Menschen werden. Und ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Hier schon mal so ein kleines Preview, ob sich das Spiel lohnt. Sollte man es kaufen? Wir werden es jetzt alles mal abchecken für euch. So, viele haben beigetragen, sehr großes Spiel. Afrika, Afrika. Viele Feinde, die auf uns warten. Wunderschön.
So, das winkt das kleine Affenbaby, wo der Vater gerade brutal massakriert wurde vom Vogel. Und wir schauen jetzt mal. Klettern wir erstmal oben auf den Baum, würde ich sagen. Los, kleiner Monk. Gucken wir mal, ob wir unsere Siedlung wiederfinden. So, hier irgendwo müssen sie sein. Los, kleiner Affe. Thank you.
So, wie finden wir uns hier zurecht? Da ist er wieder zurückgekommen, mein Freund. Bisschen mühselig die Steuerung, aber geht schon. Yeah, man, I'm back from the hood. Spaß, sollte jetzt nicht rassistisch rüberkommen, aus Versehen. Aber wir gedanced es, Junge, wir gedanced es. The love is near, the love is da. Streiten die sich, weil der eine weg ist. So. Die Sinne wurden geschärft. Wie kann ich denn jetzt was bauen? Drücke A. Okay.
So, kleinen Moment. Frage ist, warum klappt das hier jetzt nicht? Vielleicht ist er noch zu klein. So, da haben wir einen Schlauchplatz. So. Jetzt wird gepaart. Jetzt geht's ab, Junge. So. Oh.
So, was ist das denn für ein magischer Stein? Neues Werkzeug entdeckt, Obsidian. So, Körperpflege, damit wird jetzt eingerieben. Oder gegessen. Machen wir noch ein paar Schlafplätze, würde ich sagen. Schmackhafte Neuronen. Das riecht ja neu. Neues Werkzeug.
Hat sich schon geklärt. Es wird gepaart. So Leute, wir gehen jetzt noch schlafen. Das war's fürs erste Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, teilt das Video, abonniert. Dauert nur ein paar Sekunden, dann habt ihr schon meine Arbeit ein bisschen wertgeschätzt. Und ansonsten gibt es das Spiel für 10, 20 € bei Steam. Lohnt sich auf jeden Fall, würde ich holen. Und ja, sagt mir Bescheid. Frohes Fest nochmal, gell? Ciao.